Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Pointer. Als ich mich hingesetzt habe und über meine eigene Lesestrategie nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich mittlerweile beim Bearbeiten von Texten eigentlich fast immer die gleichen vier Schritte verfolge. Und gerade in den letzten beiden Semestern konnte ich mit dieser Technik, Texte zu bearbeiten, wirklich sehr schnell Texte verstehen und vor allem auch vertiefen. Der allererste Schritt, mit dem ich mich auseinandersetze, wenn ich einen wissenschaftlichen Text bearbeite, hat eigentlich mit dem Text an sich noch gar nicht so viel zu tun. Vielmehr geht es bei mir in diesem ersten Schritt darum, um erst einmal ein Vorverständnis oder eine grundlegende Kenntnis des Textes zu erlangen. Das bedeutet für mich meistens, dass ich einmal kurz google, wer der Autor ist, an welcher Uni er studiert und was für eine Sichtweise er vertritt. Danach lese ich mir ein Abstract des Textes durch und führe mir kurz vor Augen, welches Thema behandelt wird, wie die Argumentation einigermaßen aussieht und wie das Fazit des Textes aufgebaut ist. Dadurch, dass man sich vorher ein grundlegendes Verständnis erlangt, hat man natürlich erstmal die Möglichkeit, bei der Argumentation und beim Lesen des Textes einem roten Faden zu folgen. Dadurch wird der Leseprozess ganz extrem erleichtert und natürlich verschnellert. Gerade am Anfang meines Studiums ist es leider wahnsinnig oft vorgekommen, dass ich irgendwann beim Lesen den roten Faden verloren habe und mich gefragt habe, was schreibt der Autor da gerade überhaupt und was hat das mit der anfänglichen Fragestellung zu tun? Dadurch, dass man sich vorher einmal kurz vor Augen führt, worum es in diesem Text geht und wie die Argumentation aussieht, hat man einen roten Faden, auf den man immer zurückkehren kann, wenn man gerade nicht weiß, worum es in einem Text geht. Wenn ich mir ein Vorverständnis für einen Text angeeignet habe, geht es für mich erstmal darum, den Text einmal kurz zu lesen und zu markieren. Wenn ich den Text lese und dabei markiere, dann mache ich das eigentlich fast immer in zwei Farben. Einmal habe ich eine Farbe, mit der ich wichtige Aussagen und wichtige Punkte des Textes markiere. Andererseits habe ich noch eine zweite Farbe, mit der ich Fragen und Probleme im Text markiere. Das bedeutet, wenn ich auf irgendeinen Fachbegriff stoße, den ich nicht verstehe, mache ich mir eine Markierung dort oder wenn irgendein Satz oder ein Argumentationsschritt für mich nicht nachvollziehbar ist. Dadurch, dass man nicht nur wichtige Aspekte des Textes markiert, sondern auch Sachen, die man nicht versteht, kann man nach dem Lesen des Textes einmal kurz klären, wo man vielleicht noch Probleme hatte und wo man etwas noch nicht richtig verstanden hat. Erst dadurch, dass man seine grundlegenden Fragen des Textes auch klärt, kann man einen Text wirklich verstehen. Und dementsprechend denke ich, dass es wichtig ist, direkt beim ersten Lesen sich Fragen und Probleme aufzumarkieren. Wenn du diese Phase des Lesens und des Markierens hinter dich gebracht hast, geht es danach darum, den Text noch einmal zu lesen und den Inhalt des Textes weiter zu reduzieren und dadurch zu vertiefen. Ich mache das meistens so, dass ich den Text einfach Abschnitt für Abschnitt durchgehe und mir für jeden einzelnen Abschnitt einen kurzen, prägnanten Satz überlege, der diesen Abschnitt beschreiben oder zusammenfassen könnte. Ihr könnt es so machen, dass ihr euch für jeden einen Abschnitt eine Überschrift überlegt. Andererseits kann es auch einfach helfen, den Inhalt eines Abschnittes in einem kurzen Satz daneben zusammenzufassen. Dadurch, dass man abschnittsgerichtet vorgeht und jeden einzelnen Abschnitt an sich zu verstehen und zu beschreiben, kann man natürlich die Argumentation des Textes sehr viel besser nachvollziehen. Andererseits verinnerlicht man den Text alleine schon dadurch, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man den Text selber umformulieren könnte. Ich denke, dass gerade dieses Umformulieren und Sachen in eigenen Worten zusammenfassen etwas ist, was wahnsinnig dabei helfen kann, den Text zu vertiefen, weil das natürlich vor allem davon zeugt, dass du den Text verstanden hast und ihn auch auf andere Themen übertragen kannst. Wenn du für jeden Abschnitt einen kurzen, prägnanten Satz gefunden hast, mit dem du ihn beschrieben hast, geht es für mich am Ende darum, den Text auf ein ganz, ganz komprimiertes und reduziertes Level runterzubringen. Und ich mache das meistens über eine Methodik, die mittlerweile an deutschen Unis immer beliebter wird. Und das sind sogenannte Lesekarten. Lesekarten sehen eigentlich so aus, dass man erst eine bibliografische Angabe als Überschrift in ein Word-Dokument macht und danach versucht, einen Text in drei Sätzen zusammenzufassen. Ich mache das meistens so, dass ich mich hinsetze, noch einmal über den Text nachdenke und im ersten Satz erstmal hinschreibe, wie die Fragestellung des Textes aussieht. Im zweiten Satz beschreibe ich dann, wie der Autor die Frage beantwortet hat oder wie die Argumentation ausgesehen hat. Und im allerletzten Satz gehe ich dann auf das Fazit bzw. den Ausblick des Textes ein. Gerade dieser Schritt der Lesekarte und der ganz, ganz extremen Textreduktion auf drei Sätze kann das Textverständnis wirklich ganz stark erhöhen. Mittlerweile ist es so, dass ich bei vielen Texten gar nicht mehr wirklich den Inhalt des Textes vor Augen habe, sondern einfach nur meine Lesekarte. Und das ist gerade für ein grundlegendes Verständnis des Textes meistens eigentlich schon genug. Diese Lesekarten können insbesondere dann auch wirklich vorteilhaft sein, wenn man wieder mal eine Hausarbeit schreiben muss, weil man sich Texte einfach einmal kurz dadurch vor Augen führen kann, dass man sich die Lesekarte durchliest. Ich denke, dass diese vier Schritte, nämlich der Erklärung des Vorverständnisses, des Lesen und Markierens, der Überschriftensammlung und dann am Ende der Lesekarte, das Textverständnis und die Textbearbeitung wirklich ganz stark erleichtern können
und das Bearbeiten von wissenschaftlichen Texten dadurch wirklich problemlos ablaufen kann. Am Ende interessiert mich jetzt trotzdem, wie ihr wissenschaftliche Texte bearbeitet. Habt ihr noch irgendwelche Strategien, die ich jetzt nicht genannt habe, dann lasst sie mich auf jeden Fall in einem Kommentar wissen. Falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst ein Like da, abonniert Pointer und macht die Benachrichtigungen an. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!